Mit ihrem 18. Geburtstag trat Elisabeth II. Dem Auxiliary Territorial Service bei. Dort lernte sie das Fahren von Lastkraftwagen und die Reparatur von Motoren. Mit ihrem Mann, Prinz Philipp, hatte Elisabeth II. 4 Kinder. Charles, der heutige König, wurde 1948 geboren. Anne, die einzige Tochter, 1950. Andrew, 1960 und Edward, der jüngste Sohn, 1964. Die Lieblingshunderasse von Queen Elizabeth waren Corgis. Den ersten eigenen Corgi bekam Elisabeth II. Zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt. Als pflichtbewusste Königin versäumte die Queen nur zweimal die Eröffnung des Parlaments. Königin Elisabeth II. Hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Großeltern. König George V. nannte sie Grandpa England. Bereits mit 14 Jahren hielt Elisabeth II. Im Oktober 1940 ihre erste Radioansprache. Als die Queen 1953 in Westminster Abbey gekrönt wurde, verfolgten mehr als 20 Millionen Menschen vor ihren Radiogeräten und Fernsehern die Krönungsfeierlichkeiten. Auf ihren Auslandsreisen besuchte die Queen mehr als 100 Staaten. Am häufigsten reiste Queen Elisabeth nach Kanada. Mit ihren 70 Regierungsjahren hat Königin Elisabeth II. Länger regiert als jeder andere Monarch auf der britischen Insel. Als Königin Elisabeth II. Königin wurde, entschied sie sich, den Namen Windsor als Hausnamen zu behalten. Ihr Gemahl, Philipp, der Herzog von Edinburgh, schlug Haus Edinburgh vor. Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen Haus Mountbatten, nach dem Familiennamen ihres Mannes Philipp.